Ein kurzer Film über das Land von Saschas Verwandtschaft, auf dem wir Ananas und der Truf anbauen können. Im Prinzip ist es fast der ganze Berg, das sind ungefähr 5 Hektar Fläche. Das meiste Gras wurde hier schon entfernt. Das war früher, bevor man es gemacht hat, über 2 Meter hoch, sind jetzt alles weggeschnitten und teilweise mit dem Traktor schon flug umgepflügt. Im Hintergrund sieht man ganz klein noch den Fluss, der an das Grundstück angrenzt, aus dem man dann kostenlos Wasser holen kann zum Bewässern. Die Bäume, die man im Hintergrund links sieht, sind Mangobäume, die gehören auch zum Grundstück, die kann man dann auch nutzen und die Früchte verkaufen. This is Don Alejandro. Yes. Very, very big. Yes. Here. Don Alejandro. Auf der braunen Fläche sieht man, wo sie schon mit dem Traktor durchgefahren sind zum Umflügen. Im Hintergrund sieht man auch die Bäume ziemlich weit entfernt und ganz hohes Gestrüpp, das gehört alles noch dazu. It's still part of that? Yes, it's still part up to the end. The grassy part there, but because before it looks like that, here it looks like that. Much more because it's much more. Im Hintergrund von der braunen Ackerfläche, das Grüne wird am Montag dann auch noch weggeschnitten und mit dem Traktor umgepflügt. They will continue cutting grass, and I told them it might be. I'll see if I can come. Pili, pagkita tayo grass ita. It's fine. They have to continue cutting the grass here because there are plenty of mangoes here. Hier wird das Gras auch noch weggemacht, weil es da viele Mangobäume im Hintergrund hat. This area? Yes, all of this. How many? 10 million? 20 million? No, no, it's only 1.2 million. Ah, only 1.2 million. And you know what? There's a creek over there and we could erect poultry. Duck poultry. Yes, duck poultry. Around. Chatrofa, yes. Yes. In the middle pineapple, yes. 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 Ja, Saschas Mutter sagt, dass man in der Mitte Ananas anpflanzen können und einmal ringsrum das mit den Atropha-Bäumen machen. Hier ans Grundstück angrenzend, das blau-grüne, die Sträucher, das sind Ananas, die der Nachbar vom Grundstück da angepflanzt hat. More than 1 foot, the distance. Das ist jetzt wieder die Rückfahrt aus den Bergen. So geht die Straße ca. 15 bis 20 Minuten lang, bis man wieder irgendwo zu Häusern kommt. Hier am Weg entlang haben wir kurz angehalten. Das ist so ein kleiner Shop, da kann man Getränke, Lebensmittel, alles mögliche einkaufen. Sari-Store genannt. Und dann geht die Fahrt weiter.
Das sind dann die ersten Häuser wieder, bevor man auf die Hauptstraße kommt, die dann auch zementiert ist. Anschließend waren wir noch bei einem anderen Onkel, dem Quartier im Umkreis von der Hütte, 38 Hektar Land, also richtig viel.